morgendliche Blick aus dem Wohnwagenfenster offenbart nur im Süden über dem Kanigu-Massiv einen Lichtblick, einen hellen Streifen am Horizont. Und wir steigen in unser Auto und düsen in diese Richtung. Des Kanigu-Massivs liegt ein kleines Städtchen und hier finden wir sogar ein Straßencafé, trinken noch einen Kaffee, ehe wir einen Weg suchen, wie wir mit dem Auto möglichst hoch ins Massiv kommen. Immer wieder mal befestigte Straßen zu verlassen, hätte ich mich früher nicht so getraut mit Campingbussen. Aber da wir heute ja ein kleines Allradauto unter dem Hintern haben, ist das kein Problem und wir finden tatsächlich recht weit oben einen Wanderparkplatz. Wieder mal ein herrlicher Tag, denn wir haben es tatsächlich geschafft, die fette Wolkendecke unter uns zu lassen und bewegen uns hier an einem wunderschönen Frühlingstag über den Wolken und da soll die Welt ja bekanntlich grenzenlos sein.
40 steht da. Bestimmt nur zum Sitzen. Leider bin ich nach diversen Unfällen, Beinbrüchen und sonstigen Macken nicht mehr gut zu Fuß und muss meine Tochter Samira und meine Frau Astrid hier leider etwas ausbremsen. Aber immerhin schaffen wir es zu einem exponierten Pausenfelsen. Mir fällt auf dieser Ostertour ans Kap Leuka 2016 auf, dass meine jüngste Tochter Samira immer öfter motiviert ist, auch ihre schwere Spiegelreflexkamera mitzuschleppen und damit auch erstklassige Fotos zu machen. Das gefällt mir natürlich als altem Fotografen. Was uns bei unserem Südfrankreich-Trip 2016 besonders gut gefällt, das ist dieser abwechslungsreiche Kontrast zwischen Hochgebirge und Meer, zwischen Wandern auf hohe Berge und Wandern an Meeresstränden. Wie man auf diesen Aufnahmen hier sehen kann, sind unsere drei Aussie-Hündinnen Fly, Lucy und Spaghetti keineswegs wasserscheu. Selbst das eisige Salzwasser schreckt sie nicht ab vor einem Bad und immer wieder spielen sie und freuen sich.
ist auch im Süden Frankreichs. Am Kap Leucat ist es Ende März, Anfang April noch verdammt frisch. Und nur wenige Stunden erlauben es, draußen in der Sonne gemütlich zu frühstücken. Aber die werden natürlich auch heute von uns genutzt.